Ja, da sind sie wieder. 1966 vergessen wir erstmal noch. Da kommen wir später zu. Ja, hier ein Gerät aus USA. 110 Volt, 550 Zeilen. Das Gerät ist funktionstüchtig, könnte vorgeführt werden, ist im Moment noch nicht angeschlossen. Ja, ein seltenes Gerät aus dem Jahre 48 USA. Im selben Jahr 1948-49 brachte die Firma Bush in England die Antwort. Klar, kleines Bildchen, wir erinnern uns, runde Röhre, Bakelitgehäuse. Ein schönes Gerät, ein Massengerät für jeden Haushalt. Ja, 1945, der letzte Truppenbetreuungssender in Paris auf dem Eiffelturm. Er wurde geschlossen und dann war erstmal Pause. In USA, in England und auch in Holland ging die Fernsehentwicklung weiter. Wir stiegen aber erst ein 1951. 1951 bzw. 52 brachte die Firma Philips in Krefeld das erste Massenfernsehgerät für den deutschen Markt auf den Markt. Ja, hier sehen wir ein Gerät, den sogenannten Philips Starrenkasten. Der erste deutsche Fernseher kam aus Krefeld, klar. Teuer wie ein Auto, nicht jeder hatte den. Das Radio bestimmte den Markt. Übrigens, das Fernsehen ist dieses Jahr 80 Jahre geworden. Am 22. März ging es los, 1935. Und Weihnachten 1952 startete das Fernsehprogramm nach dem Krieg sein fortlaufendes Programm. Naja, meistens war 10 Uhr Schluss. Wenn man überlegt, 1935, 90 Minuten Sendezeit, und da waren wir 52 schon weiter. Im Jahre 1955 brachte die Firma Siemens ein Fernsehgerät auf den Markt. Das war der Fernsehschrank. Eingeschaltet wurde dieser Fernseher, indem man die Klappe aufmachte. Klack, Sie hörten es. Dann war dieser Fernsehapparat eingeschaltet. Ja, das war dann ein Gerät aus dem Jahre 55. Naja, wir haben ein paar Meilensteine hier. 48, 51, 38. Ich erkläre Ihnen in den nächsten Folgen noch ein paar andere Geräte. Aber bis dahin bleiben Sie gespannt. Ich auch. Tschüss.